Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, was bedeutet Theory of Mind? Die Theory of Mind umfasst die Kompetenzen eines Menschen, sich in die Gedankenwelt einer anderen Person hineinversetzen zu können. Es gibt verschiedene Theorien, bis wann sich die Theory of Mind bei einem Kind entwickelt hat, aber spätestens mit 9 Jahren hat ein Kind die Theory of Mind erworben. Das heißt, das Kind kann einschätzen, was weiß eine andere Person, was fühlt eine andere Person und was wird sie wahrscheinlich als nächstes tun. Es handelt sich um eine Fähigkeit, die ein Kind im Laufe seiner Entwicklung erwirbt. Und das geschieht stufenweise. Es beginnt mit scheinbaren Banalitäten wie unterschiedliche Menschen können unterschiedliche Dinge sehen. Das üben die Eltern sogar oft mit ihren Kindern. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Später lernen dann die Kinder, selbst wenn zwei Menschen eine Sache sehen, zum Beispiel ein Bilderbuch, dann sehen sie das Bilderbuch aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn das Kind das Buch vor sich zu liegen hat und Mama oder Papa sitzen gegenüber, dann sehen die das kopfstehend. Ein anderer Meilenstein in der Theory of Mind Entwicklung ist das Konzept Sehen führt zu Wissen. Das bedeutet, ein anderer Mensch hat eine bestimmte Information nur, wenn er sie gesehen hat, wenn er sie gehört hat oder wenn man sie ihm erzählt hat. Ansonsten verfügen Menschen nicht über die gleichen Informationen wie man selber. Also, die Theory of Mind entwickelt sich Stück für Stück bei einem Menschen und im Alter von 9 Jahren ist er dann in der Lage, auch sich vorzustellen, was weiß eine andere Person? Da gibt es einen ganz berühmten Test, der heißt Sally und Anne. Bei diesem Test geht es darum, dass zwei Mädchen in einen Raum kommen und beide wissen, in einer Box sind Smarties enthalten. Das eine Mädchen verlässt dann das Zimmer, das andere nimmt die Smarties aus der Box, tut sie in den Schrank. Dann kommt das abwesende Mädchen zurück und die Kinder werden gefragt, wo wird das Mädchen, was jetzt wieder zurück in den Raum gekommen ist, wohl die Smarties vermuten? Das heißt also, die befragte Person muss einschätzen, Moment, das Mädchen, was den Raum verlassen hat, kann ja nicht wissen, dass das andere Mädchen die Smarties weggeräumt hat. Also wird das Mädchen die Smarties in der Smarties-Büchse erwarten. Das ist dann schon eine relativ hohe Kunst der Theory of Mind-Entwicklung. Und mit 9 Jahren sind Kinder meist dazu in der Lage. Die Entwicklung der Theory of Mind kann aus unterschiedlichen Gründen beeinträchtigt werden. Also Menschen mit einer geistigen Behinderung haben eventuell eine verzögerte Theory of Mind Entwicklung, weil ich von einem neurotypischen Entwicklungsalter gesprochen habe. Und wenn die noch kein kognitives Entwicklungsalter von 9 Jahren haben, dann haben sie eventuell die Theory of Mind auch noch nicht vollständig entwickelt. Wir wissen auch, dass Menschen mit Gehörlosigkeit und viele Menschen im Autismus-Spektrum eine verzögerte Theory of Mind-Entwicklung haben. Das heißt also, die kann aus unterschiedlichen Gründen beeinträchtigt werden. Ein Problem gibt es. Die Hilfestellung, die das Umfeld oft gibt, orientiert sich oft am Lebensalter und nicht am Entwicklungsalter. Also, ein Junge am Gymnasium, der seinen Nachbarn gekniffen hatte und zu dem die Lehrerin gesagt hatte, du, lass dich mal von deinem Nachbarn kneifen, damit du siehst, wie das ist. Dieser Junge erklärte mir, Frau Schummer, das ist doch völliger Quatsch. Wenn ich kneife, spüre ich Haut. Wenn ich gekniffen werde, tut mir das weh. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Wenn man keine gut entwickelte Theory of Mind hat, sind das zwei völlig voneinander losgelöste Geschichten. Wenn ich kneife, spüre ich Haut. Wenn ich gekniffen werde, tut es mir weh. Wir wissen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich kneife, spüre ich Haut und der andere Schmerz. Wenn mich der andere kneift, spürt der Haut und ich den Schmerz. Es hat also sehr wohl was miteinander zu tun. Das versteht man aber nur mit einer gut entwickelten Theory of Mind. Oft argumentieren wir dann und sagen, guck mal, das ist doch genau das Gleiche, als wenn du gekniffen wirst. Das kann aber jemand, der die Entwicklungsstadien davor noch nicht durchlaufen hat, überhaupt nicht verstehen. Wir bauen da am Dach und es gibt noch gar kein Fundament.
Man muss die Person also da abholen, wo sie ihren aktuellen Entwicklungsstand hat. Und dazu müssen wir den genau analysieren. Sie wissen ja, Menschen im Autismus-Spektrum können alles lernen, wenn uns einfällt, wie wir es ihnen beibringen. Das heißt also, die Hilfestellung, die wir oftmals geben, ist erklären auf einem Niveau, das die Person gar nicht verstehen kann. Im Internet findet man viele, viele Trainings und Arbeitsmittel und Hilfsmöglichkeiten, um die Theory of Mind-Entwicklung zu unterstützen. Es bedeutet überhaupt nicht, dass Menschen im Autismus-Spektrum die Theory of Mind nicht erwerben können. Ihr Weg dahin ist nur deutlich holpriger, denn Menschen im Autismus-Spektrum lernen eben oftmals nicht auf dem Weg, auf dem die meisten neurotypischen Menschen lernen. Sie müssen Umwege gehen, aber natürlich können sie es lernen, wenn wir sie gut unterstützen. Nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum sind gleichermaßen entwicklungsverzögert im Bereich der Theory of Mind-Entwicklung. Sie wissen ja schon, nichts ist unmöglich. Autismus.